Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Es ist tatsächlich wieder soweit. Ich bin aus dem Winterschlaf erwacht. Ich wünsche euch allen einen frohen Jahresstart. Jetzt zwar erst im Februar, aber ich hoffe, 2023 hat für euch alle ganz gut begonnen. Weil es das erste Video in diesem Jahr ist, wird auch mein Intro jetzt ein bisschen länger sein, weil ich euch was zu erzählen habe. Wer das überspringen will und gleich zum Video will, der soll in die Beschreibung bitte schauen und das anklicken. Ich werde da so einen Zeitstempel reingeben. Ja, es ist nämlich so, dass ich jetzt beschlossen habe, dass ich nochmal, weil ich ja einige mehr Abonnenten dazu bekommen habe, danke dafür auf jeden Fall, dass ich mal erklären möchte, was ich hier überhaupt mache. Also ich werde jetzt hier auf diesem Kanal Videos hochladen, für die ich mich persönlich interessiere. Ich wohne in Wien, ich bin sehr geschichtsaffin, aber ich liebe auch Mythologie. Und deswegen habe ich es mir hier zur Aufgabe gemacht, Geschichten zu erzählen, die meistens eben eine Verbindung zu Österreich haben oder Wien, aber oft eben auch einen mythologischen Kontext bieten, was man aber auch in Österreich und Wien findet. Deswegen habe ich am Mittwoch immer Videos, wie den Mythenmittwoch zum Beispiel. Das wechsle ich aber ab mit den Sissi-Reactions, weil es ja einfach so viele Sissi-Verfilmungen gibt und meine Kollegin die Anna und ich, wir schauen uns das gemeinsam an und prüfen diese verschiedenen Serien und Filme auf die Fakten. Und am Freitag dann, da gibt es dann immer auf meinen anderen Social-Media-Accounts, also Facebook, TikTok oder Instagram, den Fun Fact Friday und da gibt es dann immer unterschiedliche Dinge. Jetzt momentan habe ich gerade so eine kleine Serie zu den Töchtern und nicht nur den Töchtern, generell den Kindern. Das Video, das dauert alles so lang. Zuerst das neue Mikrofon zu installieren, was jetzt hoffentlich besser funktioniert. Und jetzt klingelt da dauernd der Elektriker. Also es kann sein, dass es heute auch Nebengeräusche gibt hier. Bitte nicht stören lassen. Ja, jedenfalls, freitags gibt es immer Fun Fact Postings, Beiträge auf Facebook, Instagram und TikTok zu momentan den Kindern von Maria Theresia. Und Sonntag gibt es dann immer hier auf dem YouTube-Kanal ein ausführliches Video zu der Geschichte der Habsburger und ich versuche das eben chronologisch zu machen. Und ja, warum mache ich das alles? Das hat mit meinem Beruf zu tun. Ich bin nämlich Fremdenführerin bzw. Stadtführerin, Museumsführerin, Kulturvermittlerin, was mehr oder weniger dasselbe bedeutet. Ich führe Menschen durch die Stadt, durch die Museen und erzähle ihnen Geschichten. Und das liebe ich. Es macht mir wahnsinnig viel Freude. Und das heißt aber, ihr könnt mich auch alle persönlich buchen. Ich habe unten in der Beschreibung meine ganzen Accounts verlinkt, aber auch meine Website, wo ihr die Preise auch seht. Und wenn ihr mal Lust habt, vielleicht ein Familienfest zu feiern und dafür eine bestimmte Führung in Wien haben möchtet, dann könnt ihr mich da gerne kontaktieren. Bitte, sollte das wirklich so sein, freue ich mich, aber schreibt es mir dann bitte über die Website. Also weil oft verliere ich ein bisschen den Überblick bei Kommentaren auf YouTube oder den Social Media Kanälen. Also das wäre super. Gut, so, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's aber zu unserem Video zurück. Wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit Rudolf IV., wie der versucht hat, Wien groß zu machen als Hauptstadt des Habsburgerreiches. Aber auch haben wir gesehen, wie Margarete von Tirol, wie ihr Leben verlaufen ist und wie dadurch eben Tirol zum Habsburgerreich dazugekommen ist. Und jetzt schauen wir uns an, wie es weiterging nach Rudolfs Tod, weil der ist ja schon mit nur 25 Jahren gestorben. Und jetzt geht das Reich an seine Brüder über. Der hatte eben zwei Brüder und das war der Albrecht III. Und der Leopold III. Jetzt wird alles ein bisschen kompliziert. Ich habe versucht, das zusammenzufassen, damit es ein bisschen klarer wird, aber deswegen habe ich auch neben mir hier einen Zettel, weil das sind unglaublich viele Ereignisse und sehr, sehr viele Daten. Schauen wir es uns einfach einmal gemeinsam an. Das Reich spaltet sich jetzt in zwei Linien. Wir haben ja das Herzogtum Österreich und das wird sich jetzt eben in zwei Linien spalten, weil eben diese zwei Brüder vom Rudolf jetzt separat die verschiedenen Landesteile regieren werden. Wir haben da die sogenannte donauländische Linie, die Albrecht, genau, der ältere Albrecht, der dritte regieren wird und dann die alpenländische Linie. Wir kommen dann eh gleich drauf zu sprechen, was das alles genau ist. Und heute schauen wir uns
die albertinische Linie an, die eben nach diesem Albrecht benannt ist. Die albertinische Linie, die wird gar nicht so lange existieren, eben seit der Herrschaft von diesem Albrecht dem III. Und die Teilung erfolgt eigentlich im Jahr 1379 und der letzte Herrscher von der albertinischen Linie wird dann der Urenkel von diesem Albrecht sein und der stirbt aber bereits 1457. Also so lang gibt es das eigentlich gar nicht. Aber in der Zeit ist das eben alles sehr, sehr kompliziert in Österreich. Und jetzt, wie gesagt, versuchen wir da ein bisschen durchzublicken. Nur nochmal zur Erinnerung, also Albrecht, Rudolf der Verstorbene und der Leopold, die sind jetzt alle Söhne von Albrecht dem II., da habe ich ja auch ein eigenes Video schon drüber gemacht, und der Johanna von Pfirt. Beim Albrecht ist es so, wie generell bei sehr vielen Habsburgern, damit man die unterscheiden kann mit den gleichlautenden Namen, hat er einen Beinamen bekommen, nämlich Albrecht mit dem Zopf. Ja, man sieht ihn auch auf einem Bild mit einem sehr langen Zopf, den er selber hat, aber nicht nur das, er hat nämlich auch den Zopfbandorden gegründet. Ja, Orden waren ja generell im Mittelalter sehr, sehr wichtige Mittel für die Herrscher, um die vielen Adligen etwas näher an sich zu binden und man hat das häufig mit was Christlichem verbunden. Das sollte einfach einigen und die christliche Herrschaft stärken. Und jetzt gründet er eben diesen Zopfbandorden, da gibt es eben auch eine Legende darum, wie der entstanden sein soll, nämlich dass eine Frau sich selber den Zopf abgeschnitten hat und ihm diesen Zopf gegeben hat und dann hat er eben ihr zu Ehren den Orden gegründet und diese Ordenskollane, die Kette, schaut auch aus wie ein Zopf und da gibt es eben ein kleines Metallteil, das man öffnen kann und darin sind tatsächlich Haare gewesen und angeblich hat er dann diese Frau auch geheiratet, aber eben ich muss da immer angeblich sagen, weil diese Quellen, die sind nicht gesichert aus dem 14. Jahrhundert. Schauen wir uns eher an, was gesichert ist. Albrecht war zweimal verheiratet. Sein älterer Bruder, der Rudolf, der war ja schon mit einer Tochter vom Kaiser Karl IV. In Prag, dem König des Heiligen Römischen Reiches, habe ich jetzt König gesagt? Kaiser des Heiligen Römischen Reiches verheiratet. Und jetzt eine weitere Tochter von diesem Kaiser Karl IV. Soll jetzt den Albrecht heiraten. Also da sind die familiären Bande schon ziemlich eng zwischen den zwei Dynastien. Diese Dame heißt jetzt Elisabeth, sie ist erst 8 Jahre jung bei der Hochzeit und leider wird sie nicht lange leben, sie stirbt schon mit 16 Jahren und dementsprechend gibt es aus dieser Ehe auch keine Kinder. Deswegen heiratet der Albrecht dann ein zweites Mal, die Beatrix von Zollern und aus der Ehe geht dann ein Sohn hervor, der Albrecht, der Vierte, der wird dann eben der nächste Herzog werden, das schauen wir uns dann eh danach noch an. Schauen wir aber mal jetzt, wie diese Teilung sich gestaltet hat. Da geht es jetzt eben darum, dass im Jahr 1379 sich die beiden Brüder, Albrecht III. Und Leopold III. In Neuberg an der Mürz in der Steiermark treffen, in einem Kloster. Und da diskutieren sie jetzt eben darüber, ob es gescheiter wäre, dass man sagt, nur einer regiert das ganze Reich oder ob man sich's aufteilt. Und wie man jetzt schon mitbekommen hat, sie teilen es auf. Und zwar wird es dann so sein, dass da Albrecht eben diese donauländische Linie regiert, das heißt Österreich ob und unter der Enns, Nieder- und Oberösterreich. Dann gehört aber noch dazu, das Salzkammergut. Und er hat eigentlich die Vorherrschaft doch ein bisschen inne, weil er einfach der ältere Bruder ist. Also wenn es was ganz Wichtiges zu entscheiden gibt, dann kann immer noch er sagen, wie es läuft. Und der Leopold III., der wird dann die alpenländische Linie regieren. Und das bedeutet einfach, da gehören diese Länder dazu wie Steiermark, Tirol, Kärnten und noch irgendwas, glaube ich. Ah ja, die schwäbischen Besitzungen, die es ja damals noch gegeben hat. Ich werde es jetzt nur kurz erwähnen, das ist auch die Zeit, in der es mit den Schweizern rund geht, mit den Eidgenossen. Denn wir haben ja schon in früheren Videos gehört, dass die Habsburger ja eigentlich aus der Schweiz kamen. Und gerade dem Leopold III. Wird es gar nicht gut ergehen, aber das schauen wir uns dann an, wenn ich das Video über die leopoldinische Linie mache. Der Vollständigkeit halber sei es einfach hier erwähnt. Albrecht III. War übrigens auch ein großer Bücherliebhaber und Buchsammler und von ihm stammt zum Beispiel eines der ältesten Bücher der österreichischen Nationalbibliothek, kann man im Prunksaal bewundern, also zumindest die Faksimile-Ausgabe. Ein Werk von 1368 wurde von Johannes von Troppau geschrieben, das sogenannte Troppauer Evangeliar. Und das ist eben das älteste Buch, von dem wir heute wissen, dass es ein Habsburger damals schon gekauft hat, beziehungsweise dass es für einen Habsburger damals gefertigt wurde und das sich seither immer noch in der Nationalbibliothek befindet. Ein wunderbar prächtig bebildertes Werk mit
mit eben gleich auf der ersten Seite den österreichischen Wappen, die damals dazugehört haben. Also rot-weiß-rotes Bindenschild für Österreich ob und unter der Enns. Dann haben wir die Steiermark, Tirol und Kärnten ist da drauf gezeichnet. Außerdem wird dann noch in der Zeit Albrechts die Chronik der 95 Herrschaften begonnen, was einfach eine Zusammenfassung ist dann von der Geschichte Österreichs, was wir dann später auch noch brauchen eben für diese ganze Herleitung der Wirren des Mittelalters, damit wir da ein bisschen durchsteigen können zumindest. Da kommen eben auch sehr viele Beinamen tatsächlich schon her. So, und jetzt etwas ganz Wichtiges für die Stadt Wien. Der Bruder, der verstorbene Bruder Rudolf, der hatte ja bereits die Universität in Wien gegründet, aber er hatte noch keine Bewilligung vom Papst bekommen, um eine theologische Fakultät zu gründen. Und das wird jetzt der Albrecht schaffen. Er bekommt es 1384 vom Papst Urban und ohne das wäre eine Universität damals nicht vollständig gewesen. Jetzt bekommt es das, die Uni Wien ist vollständig und jetzt wird auch das erste Universitätsgebäude errichtet und da gibt es dann damals schon 3600 Inskribierte. 1365 stirbt dann der Albrecht III. Und wird in der Gruft des Stephansdoms begraben, wie eben auch schon sein Bruder Rudolf. Jetzt kommt sein Sohn, ja, zur Herrschaft, Albrecht IV. Jetzt. Der hat interessante Beinamen, wie zum Beispiel das Weltwunder. Und das hat einfach damit zu tun, dass er eine Pilgerreise angetreten ist ins Heilige Land, was sehr, sehr gefährlich war, denn er war ja der einzige Sohn. Und es hätte ja sein können, dass er da stirbt auf dieser Pilgerreise und dann wäre es aus gewesen mit der albertinischen Linie. Aber ein bisschen länger sollte die Linie dann doch noch anhalten. Jedenfalls, er kehrt zurück von dieser Pilgerreise und weil er die vielen Wunder des Orients gesehen hat, hat er diesen Beinamen bekommen. Der hatte aber noch einen Beinamen und zwar Albrecht der Mönch, weil er einfach sehr religiös war, ein sehr bescheidenes Leben geführt hat und sich auch sehr vor allem für die Kartäuser eingesetzt hat. Allerdings war es bei ihm so, dass er eigentlich gar nicht alleine regieren durfte, sondern er hat die Herrschaft in Österreich mit seinem Cousin Wilhelm aus der leopoldinischen Linie ausgeführt. Deswegen, ja, so bedeutsam wird er eigentlich nicht geschildert in den Geschichtsbüchern. Deswegen werde ich jetzt einmal sagen, wie es weitergeht. Und zwar heiratete er eine Wittelsbacherin, die Johanna Sophia, und mit der hat er zwei Kinder, die Margarete und dann den späteren Albrecht V., um den es jetzt gleich gehen wird, denn 1404 stirbt der Albrecht IV. Schon und wird eben wie sein Vater auch im Stephansdom in der Gruft bestattet. So, jetzt war es so, dass als er gestorben ist, sein Sohn Albrecht V. noch minderjährig war und deswegen haben dessen drei Großonkel aus der leopoldinischen Linie für ihn regiert und dann 1411, glaube ich, war das, ja, da kann er dann selber die Herrschaft antreten. Und es ist so, dass der auch wieder sehr enge Beziehungen zu den, zum luxemburgischen Herrschaftsgeschlecht hat. Wir haben schon gehört vom Kaiser Karl IV. Jetzt aktuell ist König Sigismund dort an der Macht. Und er wird seine eigene Tochter, wieder mit dem Namen Elisabeth, an unseren Albrecht V. verheiraten. Und Albrecht V. unterstützt dadurch halt sehr seinen Schwiegervater Sigismund in allen möglichen Problemen. Und das kann ich jetzt gleich sagen, Albrecht V. in dem Fall jetzt, ist sehr negativ gesehen, weil er einige Dinge gemacht hat, ja, die schrecklich waren. Also zum Beispiel wird er jetzt eben mit dem Sigismund die Hussiten bekämpfen. Und nicht nur das, also das Schlimmste überhaupt, unter seine Herrschaft fällt 1420, 1421 die Wiener Gesera. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Es geht da um die Vertreibung und Ermordung der Wiener Juden. Und da wird zum Beispiel auch die Synagoge, die in Wien am Judenplatz gestanden ist, komplett niedergebrannt. Und ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, da müsste man jetzt wahrscheinlich ein ganz eigenes Video drüber machen. Hätte jetzt hier keinen Platz, aber ich erwähne es auf jeden Fall, das ist ein großes Ereignis gewesen, was eben diesen Albrecht wahnsinnig negativ in Erinnerung hält. Ja, jedenfalls ist es jetzt so, dass der Sigismund, König Sigismund, seinen Schwiegersohn immer schon so propagiert hat, da gemeint hat, ja, das wird jetzt der nächste König, wenn ich mal sterbe. Und so war es dann auch, nachdem er gestorben ist, wurde der Albrecht V. jetzt zu Albrecht II. Römisch-deutschen König. Also das mit den Nummern ist ja immer ein bisschen kompliziert. Albrecht V. als Herzog in Österreich,
Albrecht II. Als römisch-deutscher König. Und jetzt natürlich, weil der Schwiegervater ja auch König von Böhmen war, sollte auch Albrecht jetzt König von Böhmen werden. Und da hatte er jetzt aber eine starke Opposition, die Hussiten, gegen die er ja auch stark gekämpft hat. Und jetzt marschiert er da in Prag ein und lässt sich einfach im Veitsdom zum König krönen, kann sich aber nicht lang in Prag halten, muss dann Prag verlassen, kommt eben wieder zurück nach Österreich. Er versucht dann eben auch die Krönung zum ungarischen König durchzusetzen. Da gibt es dann aber auch Schwierigkeiten mit den Türken. Die werden dann ja später generell, also das Osmanische Reich wird dann später noch eine große Rolle spielen bei den Habsburgern. Und auf einem dieser Feldzüge fängt er sich eine Krankheit ein, die Ruhr wahrscheinlich, und stirbt daran. Übrigens, falls ihr euch jetzt gefragt habt, was sind denn die Hussitenkriege überhaupt? Da geht es um Glaubensstreitigkeiten. Vielleicht habt ihr schon mal von Jan Hus gehört. Man war am Konzil in Konstanz und es wurde von diesem König Sigismund, dem Jan Hus, zugesichert, dass er eben sicher zum Konzil kommen kann, aber das war dann nicht der Fall, man hat ihn hinrichten lassen. Und daraufhin sind eben diese erbitterten Kriege ausgebrochen. Also da ist schon einiges auch weltgeschichtlich passiert, würde ich einmal sagen. Aber das passt jetzt wiederum nicht in unser Video rein. Schaut es euch an, wenn euch das mehr interessiert. So, und jetzt noch einen Ausblick auf die nächste Folge. Denn der Albrecht und seine Ehefrau Elisabeth von Luxemburg, die hatten 4 Kinder miteinander. 2 Töchter, ein Sohn, der bereits gestorben war, und ein Sohn, der noch nicht geboren war. Das letzte Kind, der Ladislaus Postumus. Und Postumus bedeutet einfach der Nachgeborene. Und mit diesem Ladislaus Postumus, dem Urenkel vom Albrecht III., wird dann die Linie, die albertinische Linie, aussterben, denn der hat dann keine Kinder mehr. Ich möchte aber trotzdem gerne die nächste Folge, also nächsten Sonntag, gerne der Elisabeth und dem Ladislaus Postumus widmen, weil da passiert einiges Dramatisches. Zum Beispiel wird die ungarische Krone geraubt. Und das finde ich persönlich alles sehr spannend, deswegen hören wir das alles in der nächsten Folge. Ich hoffe dementsprechend, dass euch das Video heute auch wieder gefallen hat. Ich hoffe, das Mikrofon war besser als mein altes. Gebt mir gerne Rückmeldung dazu. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch bei einer neuen Review von Sissi, Staffel 2 von RTL mit der Anna. Wird sicher wieder lustig. Und am Freitag, wie gesagt, ein Fun Fact Friday auf Facebook, Instagram, TikTok zum Thema Josef II. Jetzt tatsächlich, weil über die älteren Töchter von Maria Theresia habe ich in vorhergehenden Beiträgen schon berichtet. Dann wünsche ich euch was, macht es gut und bis zum nächsten Mal.